Wir machen weiter mit Fußball. In der Regionalliga Bayern hat die Spielvereinigung Unterhaching eine kleine, aber feine Siegesserie hingelegt. Der 4:1-Erfolg gegen Wacker Burghausen war der dritte Sieg in Folge. Und beim Auswärtsspiel in Burghausen konnten sich die Hachinger auch auf ihre beiden Stürmer verlassen, auf Stefan Hein und Patrick Hopsch, denn beide trafen doppelt. Der 21. Spieltag in der Regionalliga Bayern beweist, dass die Spielvereinigung Unterhaching einfach einen Lauf hat. Und vor allem zuverlässige Torjäger. Allen voran Altmeister Stefan Hein. Nach vielen Verletzungen in den zurückliegenden Jahren zeigt der 33-Jährige, was ihn so wichtig macht. 11 Treffer hatte Stefan Hein vor dem Spiel in Burghausen. Durch seine 2 Treffer erhöht er sein Torjägerkonto auf 13. Und auch Patrick Hopsch, der zweite Unterhachinger mit Torriecher, steht seinem Teamgefährten mit ebenfalls 2 Toren in diesem Spiel in nichts nach. Damit hat auch der 27 Jahre alte Neuzugang aus dem Sommer ebenfalls 13 Treffer. Die beiden Stürmer sind damit für 26 der insgesamt 38 Unterhachinger Tore zuständig. Für die Spielvereinigung Unterhaching bedeutet der 3. Erfolg hintereinander eine zwar noch kurze, aber wichtige Siegesserie. Am kommenden Freitag kann diese im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg 2 sogar noch ausgebaut werden. Jedenfalls, wenn sich das Sturmduo Hein und Hopsch weiter so zielsicher zeigt. Und da ist einer der beiden zuverlässigen Torjäger von der Spielvereinigung Unterhaching. Patrick Hopsch, grüß dich. Servus. Ja, du wirkst sehr zufrieden, darfst es auch sein, 2 Treffer wieder gemacht. Von daher für dich ein rundum gelungener Spieltag, weil klar, gewonnen habt ihr natürlich auch. Ja, definitiv rundum gelungen, 2 Tore gemacht und das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Also besser geht's eigentlich nicht. Jetzt können wir natürlich ein bisschen rumsticheln und sagen, ja, du 2 Tore gemacht, aber Stefan Hein hat auch 2 Tore gemacht. Und damit ist nach wie vor Kopf-an-Kopf-Rennen in der internen Torjägertabelle bei der Spielvereinigung Unterhaching. Freut's dich für den Stefan mit oder hättest du ihm gewünscht, ach komm, 1 weniger hätt's auch getan? Ja, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er keins macht. Spaß beiseite. Also bei uns ist das schon ganz gut aufgeteilt. Ich glaube, da freut sich jeder auch für den anderen und wir verstehen uns ganz gut. Und ja, da passt es schon, dass wir beide wieder 2 gemacht haben und da gleich auf sind. Da gibt es intern keinen Ärger. Ja gut, das Ganze lässt sich jetzt natürlich auch ein bisschen entspannter alles so sagen. Da könnte man auch mal einen kleinen Sticheleien-Spaß einschieben. 3 Siege in Folge. Was hat sich verändert zu, ich sag mal wirklich, den Monaten September, Oktober davor, sodass sie jetzt in den November rein mit so einer Serie kommt? Ja, wir hatten natürlich schon eine schwierige Phase, muss man sagen, nach dem Spiel, wo wir gegen Bayern verloren haben. Haben dann auch gewisse Verletzungsprobleme gehabt, Corona-Probleme, alles Mögliche, wo da alles nicht so ganz zusammengepasst hat. Mussten uns dann auch erst wieder finden. Wir haben halt seit dem Sommer auch eine sehr, sehr neue Mannschaft, also viele neue. Und mit einem neuen Trainer, dann muss auch erstmal alles zusammenwachsen. Ich denke, dass wir da auf einem guten Weg sind, dass jetzt das auch langsam alles Früchte trägt. Dass wir auch, uns ist auch immer wichtig, eigentlich ein gutes Spiel zu machen. Natürlich willst du hauptsächlich gewinnen, aber wir wollen auch einen guten Fußball spielen. Und ich glaube, gerade in den letzten 2, 3 Spielen ist uns das jetzt schon sehr gut gelungen, dass man auch sieht, dass wir uns stetig weiterentwickeln. Und das ist für uns natürlich das Wichtigste. Aber natürlich brauchst du im Fußball natürlich auch immer Punkte. Und jetzt haben wir 3-mal in Folge gewonnen und wollen daran anknüpfen. Du bist im Sommer zur Mannschaft gekommen aus Lübeck, zu einem Absteiger in die Regionalliga Bayern gegangen. War dir klar, dass das eine ein bisschen hopplige Situation werden kann, dass Corona-Pandemie noch dazukommt, ihr noch Ausfälle hattet, Spiele verschoben werden müssen etc.? Das ist dann natürlich noch eine Besonderheit, aber es war sicherlich eine schwierige Situation jetzt in den ersten Monaten für dich. Ja, also ich habe ja schon meine Regionalliga Bayern gespielt. Ich wusste, was auf mich zukommt, war jetzt 3 Jahre in Lübeck. Bin hier nach Haching im Sommer gekommen, weil es einfach gut gepasst hat. Ich denke mal, jeder, der sich ein bisschen mit Fußball beschäftigt, für den war abzusehen, dass das kein leichter Umbruch wird. Wir haben extrem viele neue gehabt, viele Abgänge hier in Haching nach dem Abstieg, was auch normal ist, dass da ein großer Umbruch einfach stattfindet. Haben einen neuen Trainer dazu bekommen, der gewisse Vorstellungen hat. Und dementsprechend war es eigentlich schon klar, dass das alles erstmal ein bisschen zusammenfinden muss. Wir haben nach dem holprigen Start eigentlich ganz gut reingefunden mit einer guten Siegesserie. Dass wir dann nochmal so viele Rückschläge haben, war nicht zu erwarten, sage ich mal. Aber ist schon
in irgendeiner Weise auch absehbar gewesen, dadurch, dass es einfach so viele neue Spieler waren, die auch letztes Jahr keine regelmäßigen Spielzeiten hatten. Und ich glaube, das ist einfach eine Sache, der man einfach dann auch Zeit geben muss, weil viele Spieler auch erst im Laufe der Vorbereitung, also beziehungsweise erst im Laufe der Saison dazu noch gekommen sind, die jetzt aber wichtige Stützen auch in unserer Mannschaft sind. Und und deswegen war das einfach ein Prozess, den wir jetzt auch noch weiterhin durchlaufen müssen. Und ich denke, dass es aber jetzt mittlerweile ganz gut zusammengefunden hat, nach dem holprigen Saisonstart und nach der holprigen Zeit jetzt im September und im Oktober sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut unterwegs und sind auf einem guten Weg und ich bin da guter Dinge. Ist es denn für dich als Stürmer von Vorteil, dass euer Trainer Sandro Wagner selbst Stürmer war, selbst bei großen Vereinen gespielt hat und selbst Nationalspieler war? Der weiß, wie ein Stürmer tickt. Ja, definitiv. Also muss man schon so sagen, wenn du einen Stürmer als Trainer hast, der so eine Karriere hatte, der auch noch nicht lang raus ist aus dem Fußballgeschäft, der weiß natürlich, wie alles abläuft. Ne? Auch wenn du mal eine Phase hast, wo es nicht läuft, mal vielleicht die Dinger nicht so reinmachst, wie man es vielleicht gewohnt ist, ist er der Letzte, der da kein Verständnis für hat, weil er selber auch in seiner Karriere mal schwierige Phasen hatte und einfach auch weiß, dass es halt als Stürmer mal so Phasen gibt und auch Spiele gibt, wo vielleicht mal nicht alles so funktioniert. Und natürlich kann er auch hört man genau zu, wenn er einem Tipps gibt, weil man einfach weiß, was er in seiner Karriere erreicht hat. Und da versucht man natürlich viel mitzunehmen. Aber ich sage ehrlich, nicht nur an Sandro Wagner, ich kann mir auch zum Beispiel beim Stefan Hein viel abschauen, der einfach noch mal ein paar Jahre älter ist als ich, der auch in anderen Ligen noch mal gespielt hat, als ich es getan habe. Und einfach eine unfassbare Qualität mitbringt, wo man sich einfach noch mal viel abschauen kann und dann auch für sich selber, für seine Spielweise noch mal viel dazulernen kann. Weil du gerade den Stefan selber noch mal erwähnst und ihr habt beide gleich viele Tore, 13 Treffer bisher. Seid auf Tabellenplatz 4 zusammen in der Torjägertabelle in der Regionalliga Bayern. Habt ihr denn vielleicht schon mal mit dem Trainer oder vielleicht mit dem Präsidenten, mit Manni Schwabel gesprochen, was es vielleicht für eine Torjägerprämie gäbe, egal ob für den Besten in Unterhaching oder vielleicht sogar den Besten in der Liga? Tatsächlich haben wir da noch gar nicht drüber gesprochen. Sind ja auch noch ein bisschen hinten dran. Der Kollege von Schweinfurt, Jabiri, hat ja noch ein paar Tore mehr. Der muss man natürlich erstmal aufholen. Intern ist aber es ihr habt einen Lauf so, momentan, ihr zwei. Wenn das so weitergeht, wir können es ja mal hochrechnen. Ich glaube, dann ist es nur eine Frage von einer Handvoll Spieltagen und dann stehen Hein und Hopsch ganz oben. Ja, natürlich, das sieht nicht so schlecht aus, aber es gibt, also ich weiß natürlich auch, also ich habe selber auch schon so Phasen gehabt, da läuft es einfach und du machst die Tore, aber dann kann es auch mal passieren, dass du vielleicht 4, 5 Spiele gar kein Tor machst. Das kommt als Stürmer auch immer vor. Deswegen bin ich da ganz froh, dass es zurzeit so gut ist und hoffe, dass es auch so bleibt. Es wäre natürlich für mich hervorragend und für den Stefan auch, ne, wenn das so weiterläuft und wir uns am Ende vielleicht die Torjägerkrone der Regionalliga Bayern sogar teilen können. Das wäre natürlich ein Traum, aber es ist natürlich jetzt noch Wunschdenken und weit entfernt. Also sagt Manni Schwabel nicht, dass die Idee mit der Prämie von mir kommt, ja, sondern verkauft ihm das so, als wäre das euer Gedanke. Sonst kommt der Manni hier mal ins Studio und dann erzählt er mir dann andere Sachen. Da muss man ein bisschen aufpassen mit der Torprämie, nicht, dass es dann anfängt, den Egoismus zu fördern. Und ich denke, aktuell ist es noch so, dass wir uns die Dinge auch gern mal selber auflegen, dann, wenn der andere besser steht. Und nicht, dass es dann anfängt, wenn es auf einmal irgendwelche Prämien gibt, dass dann jeder nur noch selber schießt und keiner mehr ein Tor macht. Ihr als Mannschaft steht momentan auf Tabellenplatz 8 mit 31 Punkten. Ihr habt aber noch 2 Nachholspiele durch diese Corona-Unterbrechung, die ihr hattet und durch die Verschiebung dieser Spieltage. Nach oben ist doch aber schon ein deutlicher Abstand. Da steht mit dem FC Bayern 2 und mit der Spielvereinigung Bayreuth Mannschaften, die haben 48, 47 Punkte. Das ist weites Land. Also ich glaube, so den Traum vom Aufstieg kann man haben, aber die Realität heißt wohl erstmal weiterhin erfolgreich sein. Oder kann im Hintergrund immer noch so ein bisschen Wiederaufstieg noch geäußert werden? Also ich denke mal, wir fahren ganz gut damit, wenn wir nicht auf die Tabelle schauen. Man muss es auch so ehrlich sagen, die beiden Mannschaften sind uns ja schon deutlich voraus und spielen auch eine super Saison, sind einfach konstant. Das ist auch das Wichtige in der Regionalliga, wenn du aufsteigen willst, dass du konstant bist, nicht nur Topspiele gewinnst, sondern gerade auch gegen die Mannschaften, die unten stehen, deine Punkte regelmäßig einfährst. Und da muss man sagen, das haben wir einfach am Anfang der Saison oder im Laufe der Saison bisher, waren wir nicht konstant genug, um da oben dabei zu sein.
Ja, und deswegen ist es aber auch so, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir wollen uns als Mannschaft weiterentwickeln. Das ist das Wichtigste für uns. Es ist hier ein Projekt in Haching, was im Sommer gestartet wurde, was langfristig ausgelegt ist, nicht nur auf 12 Monate und jetzt hier keine Hauruck-Aktion und sofort wieder hoch. Und ja, so ist es nicht. Ich denke mal, Bayreuth und Schweinfurt und Bayern 2 ist nochmal eine andere Ausnahme, aber die machen es vor, die haben sich jetzt auch erst Jahr für Jahr eigentlich nach oben entwickelt, Jahr für Jahr dann auch gezielt verstärkt. Und wir haben natürlich einen extremen Umbruch gehabt, dass das nicht alles sofort funktioniert, war klar. Deswegen sind wir jetzt aber auf einem guten Weg. Die Tabelle verfälscht natürlich durch die ganzen Nachholspiele noch ein bisschen. Aber wir wollen jedes Spiel gewinnen, gehen jedes Spiel so an, dass wir 3 Punkte holen wollen. Und ja, das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, das ist auch am besten, wenn wir das so machen. Wenn der Name Hopsch ertönt, dann ist im Münchner Umland natürlich immer der Bezug zum Vater da, der früher ja hier gespielt hat, auch beim TSV Unterhaching, beim TSV 1860. Jetzt habe ich dann einen schönen Bock geschossen. Jetzt habe ich ihm noch einen Verein mehr in die Vita geschrieben. Ja. Wie war denn das für dich so als Kind? War immer der Verein, wo der Papa gespielt hat, der Bernd, war das immer so der Lieblingsverein oder hattest du von vornherein so einen Verein deines Herzens, den man als Kind ja dann auch so postermäßig an der Wand nacheifert? Also ich sag mal so, als Kind war es ja schon noch so, als mein Papa noch gespielt hat, war ich ja noch relativ jung. Da habe ich auch noch nicht alles so richtig mitgekriegt. Da war es natürlich schon so, dass ich immer im Trikot von dem Verein unterwegs war, wo er gerade gespielt hat und da auch im Stadion war und da natürlich mitgefiebert habe. Grundsätzlich hat sich es aber so entwickelt, dass ich ja selber geboren bin in Bremen. Dadurch auch, da hat mein Papa seine erfolgreichste Zeit gehabt. Ist es tatsächlich so hängen geblieben, dass ich schon bekennender Werder-Fan bin. Aufgewachsen bin ich in Nürnberg, seit meiner Kindheit schon vom Kindergarten an. Deswegen habe ich auch große Sympathie für den FC Nürnberg, habe da selber auch in der Jugend gespielt. Ist immer noch meine Heimat sozusagen. Aber natürlich ist es schon so, dass man immer mit den Vereinen, wo der Papa auch unterwegs war und wo er eine gute Zeit hatte, auch bei 60 war er auch relativ erfolgreich, dass man da eine gewisse Sympathie auch hegt zu diesen Vereinen, das muss man ganz ehrlich sagen. Habe jetzt auch einen Kumpel, der bei 60 spielt, deswegen bin ich da auch regelmäßig im Stadion. Wer ist das, der Kumpel? Ganze an. Wie bitte? Wer ist das, der Kumpel, der bei 60 spielt? Jannik Deichmann, mit dem habe ich jetzt 3 Jahre in Lübeck zusammengespielt gehabt. Und es hat sich ganz gut getroffen, dass ich jetzt nach Unterhaching gegangen bin, er nach zu 60 gewechselt ist. Und deswegen treffen wir uns auch regelmäßig hier zum Fußball gucken und ich bin bei ihm zuschauen. Er war bei uns auch schon zuschauen. Und das war natürlich schon gut, dass das auch so geklappt hat, weil er ist ein Nordlicht aus Hamburg so und ist auch neu für ihn jetzt hier in München. Und ich glaube, das tut ihm auch ganz gut, dass ich in der Nähe bin. Macht es denn das vielleicht leichter für dich? Kann ja auch sein für Jannik Deichmann. So ein bisschen hier heimisch zu werden. Klar, du bist jetzt erst ein paar Monate hier, aber wenn es jetzt gut läuft, und das ist ja momentan der Fall, dann ist ja immer der Gedanke, so einer kann sicherlich länger bleiben. Also das wird jetzt nicht nur eine schnelle Station, sondern das wird vielleicht für die nächsten Jahre, vielleicht für die Zukunft generell was werden. Ist so ein Gedanke schon da? Also ich sag mal so, im Fußball ist sowas immer schwer vorauszusagen. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Aber definitiv ist es so, dass ich mich wohlfühle in Haching. Also es macht mir richtig Spaß. Es bietet sich natürlich für mich auch an, weil meine Heimat Nürnberg, mein Bruder, ist nur noch eine kurze Autofahrt entfernt, nicht mehr so wie in Lübeck. Und aktuell ist es ja so, ich hab hier noch 1,5 Jahre Vertrag und ich fühle mich wohl. Es macht Spaß. Wir haben ein Ziel, nächstes Jahr auch, also dieses Jahr eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen und dann nächstes Jahr schon anzugreifen, auch in Richtung Aufstieg, ganz klar. Und das ist das vorrangige Ziel aktuell. Und was danach ist, damit beschäftige ich mich jetzt noch nicht, bin ich ganz ehrlich. Fußball ist immer sehr schnelllebig, da muss man immer ein bisschen aufpassen, was man sagt. Aber aktuell fühle ich mich hier sehr wohl und bin sehr zufrieden, dass ich hier bin. Patrick, dann wollen wir es an der Stelle auch so bewenden lassen. Nach wie vor viel Treffsicherheit. Gruß auch an Stefan, natürlich, dass der genauso weiterhin ins Netz reintrifft. Und dann viel Erfolg weiterhin für dich und die Spielvereinigung Unterhaching. Vielen Dank.